Guten Morgen, liebe Kinder. Heute behandeln wir Südeuropa, genauer Italien. Was werden wir heute von Italien behandeln? Wir behandeln heute die Vegetation, den Vulkan Ätna, das Klima, Erdbeben und die Tiere des Landes. Welche Tiere gibt es in Italien? Ich glaube, dort gibt es Steinböcke, Tintenfische und Haie. Ja, das ist richtig. Was gibt es dort für Pflanzen? Es gibt zum Beispiel Olivenbäume und Zitronenbäume. Der Olivenbaum ist der älteste Baum Südeuropas. Brauchen die Bäume viel Wasser? Und wie warm wird es dort im Sommer? Ja, die Bäume brauchen viel Wasser. Im Sommer wird es bis zu 40 Grad. Wie lange dauert der natürliche Pflanzenwuchs? Ich glaube, die Vegetationsperiode dauert 5 bis 6 Monate. Ja, das ist richtig. Woher weißt du das alles? Ich habe dort ein Jahr gewohnt. Und wie nennt man das Klima dort? Man nennt es Mittelmeerklima oder subtropisches Klima. Und welche Vulkane gibt es da? Der höchste Vulkan in Europa ist der Ätna mit 3.323 Metern. Und die Lava ist 900 bis 1.500 Grad heiß. Ich weiß, dass es dort Erdbeben gibt, aber wie funktioniert das? Erdbeben entstehen, wenn Erdplatten sich aneinander bewegen. Ihr habt super mitgearbeitet, jetzt gehen wir ein Eis essen.